Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben in den letzten Videos Datei-Systemzugriffe uns angeschaut mit den entsprechenden Klassen, File-Info, Directory-Info und so weiter. Mit diesen Klassen kann man Dateizugriffe zwar machen, sie sehen aber meistens in der Form aus, dass wir eben sagen write all bytes oder read all bytes oder macht das analoge mit Text. Das ist aber nicht die übliche Zugriffsart, wie man heutzutage eben auf das Dateisystem zugreifen sollte, sondern man setzt sogenanntes Streaming ein. Warum macht man das? Das kann man ganz leicht aus dem Medienbereich motivieren. Nehmen wir mal an, Ihr PC hat 8 GB Arbeitsspeicher. Wenn Sie eine Blu-ray anschauen wollen, dann haben die Filme darauf üblicherweise 15 bis 20 GB Speicher, teilweise auch mehr. Sie können also nicht den Film anschauen, da Sie nicht den kompletten Inhalt des Films auf einmal in den Arbeitsspeicher laden können. Das ist so ein ganz simples Szenario, wo wir sagen können, oh, wir können nicht einfach immer die Datei öffnen, so wie wir wollen, und dann die Daten einfach rauslesen. Und sofort, also oder komplett auf einmal rauslesen und dann einfach verwenden. Was man stattdessen machen kann, ist eben, dass man sich nicht den kompletten Inhalt einer Datei im Speicher hält, sondern eben nur Teile dieser Datei. Und der Fachbegriff dazu ist das sogenannte Streaming. Wie funktioniert jetzt ein Stream? Diese Sachen sind natürlich auch in .NET implementiert. Wir schauen uns aber mal prinzipiell an, wie das Vorgehen ist. Wir haben hier, wenn wir uns das anschauen, in diesem oberen Kästchen eben sämtliche Bytes einer Datei. Also das kann man sich wirklich vorstellen wie ein riesiger Array hintereinander gereiht mit den jeweiligen Werten für die Bytes oder Bits, je nachdem, wie man es anschauen möchte. Ein Dateistream, der kapselt jetzt eben eine solche Datei und eigentlich auch das Datei-Handle. Wir haben das Handle bis jetzt ja noch nicht zu Gesicht bekommen. Wir werden es auch als .NET-Entwickler so nie zu Gesicht bekommen. Wir setzen dabei eher die Klasse Filestream eben ein und diese Filestream-Klasse kapselt das Handle eben intern für uns und wir bekommen es nie zu Gesicht. Was zeichnet einen Dateistream aus? Er weiß natürlich erstmal, wo ist denn die Datei, auf die ich hingucke, kriegt er was Handle mit. Er weiß auch, wie groß ist denn diese Datei eigentlich insgesamt, das kann er auch sagen. Und er hat eine aktuelle Position auf in diesem Byte-Array. Das kann man sich wie den Index einfach vorstellen. Und die Position ist eben die Stelle, an der er ist. Und was man dann über den Stream machen kann, man kann sagen, lies mir doch mal bitte auf einmal 1024 Bytes ein, also ein Kilobyte sozusagen. Dann hat man eben genau diese Anzahl an Bytes im Speicher kann sie verarbeiten. Und wenn man mit der Verarbeitung eben fertig ist, das habe ich hier in grün angezeichnet, dann kann der Garbage Collector sozusagen wieder dafür sorgen, dass diese Daten entnommen werden, wenn wir eben aus diesen Bytes, die in der Datei stehen, Objekte gebaut haben beispielsweise. Es kann aber auch einfach sein, dass wir hier intern eben einen Memory Array haben, in dem wir diese Bytes eingelesen haben und bei jedem neuen Lesevorgang von unserem Stream werden diese Bytes einfach überschrieben. Also es muss nicht unbedingt deallokierter Speicher sein, es kann auch einfach Speicher sein, der überschrieben ist. Aber das sehen wir uns im nächsten Video auch im Beispiel an. Es sind aber die wesentlichen Punkte, die eben ein Dateistream hat. Eben, er weiß, wie lang die Datei ist, er weiß, welche es natürlich ist und er hat eben die aktuelle Position, mit der wir eben eine bestimmte Anzahl Bytes lesen können. Die ist eben üblicherweise beim Streaming nicht so groß wie die Datei selbst. Wir können aber mit einem Dateistream natürlich auch in eine Datei reinschreiben. Und genau das sind eben die wichtigen Punkte, die man bei Dateistreams eben beachten muss. Und es gibt
nicht nur Dateistreams in .NET, sondern es gibt auch Streams für andere Sachen. Wichtig ist, dass es die Klasse System.io-Stream gibt. Das ist die Abstraktion für alle Streams. Also wenn Sie sagen wollen, ich möchte mit einem Stream arbeiten, es ist mir persönlich in meiner aktuellen Klasse aber vollkommen egal, ob das ein Memory-Stream ist, ob das ein Dateistream ist oder ob das ein Netzwerk-Stream ist oder ein sonstiger Stream, dann kann man eben diese Abstraktion Stream für sich einsetzen und dann damit oder dagegen eben programmieren. Von dieser Klasse Stream leiten dann eben bestimmte andere Klassen ab. Ich habe eben schon den File-Stream genannt. Dann haben wir natürlich auch den Memory-Stream. Der unterscheidet sich vom File-Stream in der Hinsicht, dass dieser Stream komplett im Arbeitsspeicher liegt. Also der wird häufig für Testzwecke beispielsweise genutzt oder zum Halten von temporären Daten, wenn wir ihn sozusagen als Buffer gebrauchen können. Und hier haben wir noch den Netzwerkstream, der eben dazu genutzt werden kann, über sogenannte Sockets Netzwerkkommunikation zu betreiben. Alle diese Streams können die aktuelle Position auch verändern. Wie kann man das sich vorstellen? Nun ja, wenn Sie Ihr Video anschauen, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das wäre eben eine MP4-Videodatei, die Sie gerade anschauen, dann können Sie eben sagen, okay, ich bin jetzt an der Stelle 6 Minuten, ich klicke jetzt hier hin und möchte an der Stelle 2 Minuten sein. Dann muss natürlich die aktuelle Position verändert werden, sie muss hier vorspringen und ab da dann sozusagen wieder kontinuierlich weitermachen, um dieses Video in Echtzeit wiederzugeben. Und das geht eben mit der, hier oben sieht man schon noch angedeutet, mit der Methode Seek. Damit kann man eben die Position verändern und dann die Verarbeitung des Streams an dieser neuen Position eben fortführen. Und das sind eben die wesentlichen Methoden, die die abstrakte Klasse Stream bereitstellt. Das ist eben das Read. Wir können eben eine bestimmte Anzahl Bytes einlesen. Dann haben wir Write. Damit schreiben wir eben in einen Stream. Und mit Seek können wir die Position verändern. Dieses Seek funktioniert bei allen Methoden, bei allen Subklassen, außer beim Netzwerkstream. Dem ist es nicht möglich, dass er von Haus aus eben im Netzwerkstream sucht. Ist nicht möglich. Ja, dann schauen wir uns noch die wichtigsten Member an, die diese Stream-Klasse jetzt bietet. Wichtig ist Close. Wenn wir einen File-Stream haben oder einen Netzwerkstream, dann müssen wir diese am Ende, wenn wir nicht mehr auf diese Streams benötigen, dann müssen wir Close aufrufen. Warum? Damit so schnell wie möglich die dazugehörenden nativen Ressourcen, die vom Betriebssystem kommen, eben freigegeben werden. Deshalb implementiert Stream auch idisposable.dispose. Dieses Interface ist dazu da, dass der Programmierer, der ein Objekt benutzt und sieht, dass das Objekt dieses Interface implementiert, eben so schnell wie möglich die entsprechende Ressource wieder freigeben sollte, damit eben die entsprechenden Ressourcen sofort freigegeben werden und nicht erst, wenn der Garbage Collector läuft. Dann haben wir natürlich die Current Position. Das habe ich hier mit dieser aktuellen Position, diesem orangen Strich gekennzeichnet. Dann haben wir die Länge. Wie groß ist denn unser Stream? Wir haben hier eben Read und Read Byte. Damit können wir eben eine bestimmte Anzahl Bytes einlesen. Mit Write und Write Byte analog umgekehrt eben schreiben. Und mit Seek können wir unsere aktuelle Position verändern. Das allerdings nicht beim Network Stream. Und damit bin ich auch schon am Ende dieses Videos. Wir werden uns in den nächsten Videos eben mit der Klasse FileStream genauer beschäftigen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.